Da sind wir auch schon wieder. Juhu. Bin stark so. Und Sparky hat mir ein Geschenk gebracht. Und die. Und wo ist die Junge? Da kommt die Alitza. Alitza! Jetzt, wo wir das auch in uns haben, ist es nur noch ein großes Zusammenwerfen der Einzelteile. Jeder Schritt in der Blaublase nützt eine bestimmte Handwerkstation. Ist was zur Säge, dann ist der Säge dichterisch Anlaufspunkt. Ist jedoch was montieren, gehst du schneller zur Montagestation. Macht Sinn, oder? Du musst die Items links neben die Station setzen. Das Endergebnis höchst wie rechts. Das sahen wir doch schon durch, Mensch. Ach, die hat mir die Nägel und die Heuballen geschenkt. Auch nicht schlecht. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Ja. Okay. Wenn du alle das, kannst du schon fertigstellen. Ich muss bestimmt nicht dran erinnern, wie du einen guten Bau zusammenbergest. Na, mach mal. Vergiss die Tür nicht. Oder du hast ein Problem an der Backe. Mit der Tür? Deckt das dann mit einem kräftigen Dach aus Blöcken ab und halt alles schön trocken. Und strunz egal, was du für eine Scheune baust, wir haben eh keinen Bauplan. Okay. Ja, ich bin schon fertig, Alitza. Gute Arbeit, Lord Kauf. Die Scheune wird mich glatt zum Main bringen, wenn ich das könnte. Weil es noch nicht bei ihm warst, würde ich sagen, dass Maximilian davon berichten solltest. Hoffentlich sehe ich bald von meinem Werk. Nope. Passt. Sag, magst du auch gleich schauen, ob du eine Muhu bekommst? Nö, dann glaubt's. Ansonsten. Geh aber bevor du zu Maximilian gehst, nochmal Trogfutter kaufen. Jupp. Weil das werden wir gleich brauchen. Wenn das uns nicht schenkt, weil wir gerade eben HBA-Zeug gekauft, was er. Farbe ich auf der Heine gehört. Linke ist, ob alles in Ordnung wäre. Hier sind ein paar Kühe, die wir einfangen können. In alle davon gerannt, als der letzte Besitzer wegging. Viel Glück. Übrigens suchen wir schon lange nach guten Baumeistern. Manchmal bekommen wir Nachrichten von Leuten, die hierher ziehen möchten. Dafür brauchen sie doch ein Haus, in dem sie wohnen können. Nach deiner hervorragenden Arbeit in der Scheune würde ich dich gerne um deine Hilfe bitten. Schau einfach ab und zu mal bei mir vorbei. Neue Anfragen kommen eigentlich so einmal die Woche rein. Währenddessen wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee, dich mit einem bekannt zu machen. Ich bin mir sicher, dass genau in diesem Moment jemand Hilfe sucht. Weißt du zum Beispiel, dass Rio Trübsal bläst, seit sie angekommen ist? Na denn? Ja, aus dem Briefkasten. Das ist aber schön. Hab noch einen. Und Mucke. Zwei Mucke. Ja. Druckfutter noch. So, Briefkasten. Kühe sind niedlich. Die sind verdammt niedlich. Ja. Ich brauche. Hab ich so Tür? Warum braucht die Scheune eine Tür? Eine Tür. Druckfutter. Wo wollte ich hin? Live. Hoppalapapap. Druckfutter. Hühnerfutter, Tierfutter. Druckfutter. 1, 2, 3. Mehr kann ich mir eh nicht leisten. Na, Hundifutter? Na, kann ich mir nicht leisten. Ja. Standardquest abgeschlossen. Voll geil. Woher hatten die zwei Säcke das Hühnchen Alfredo her? Frage ich mich. Außer du bekommst das vielleicht.
Ich weiß nicht. Das glaube ich nicht. Und die ist. So. Ja. Bevor ich es vergesse. Einen preisgekrönten Zuckerrüben. Jetzt kommt die Zeit, wo die Mukie. Ja, voll cool. Fotospinner ist leer. Ah, so macht man das. Voll cool. Mukie. Okay. Oh Mai, voll die verfressen Mai, voll süß. Oh, ich liebe Kühe. Ja, noch eins. Mu, ja. Eine Bertha, eine Muku-Bertha, voll cool. Oh. Oh, wie die sind ja voll putzig, Mai und Bertha. Hallo. Oh, ich liebe Kühe. Bertha und Mai sind zufrieden, voll cool. Oh, ist das schön. Voll schön, voll süß. Ich brauche... Genau. Ah, verdammt. Das muss ja so. Blub, blub, blub. So. Ich hab eine Kronenfangschrecke. Nee. Ist der chronisch? Ich finde ja so Fangschrecken in Real Life voll hässlich. Ich weiß nicht warum, aber ich finde dich so unfassbar hässlich. Klingt auch nicht gerade hübsch. Aber so Gottesanbeterinnen zum Beispiel. Natürlich ein Zaun fehlt. Ich furchtbar. Gibt's hier nicht, dass mir jetzt ein Zaunstück fehlt? Ernsthaft? craften. Kobolzer. Pfosten, Bolzen, Nägel. Pfosten. Zwei Bolz. Bauholz. Bauholz. Schnitzen. Ich tippe immer das Falsche beim Craften, das voll meh. Ich hab beim Puffen. Wir haben Montieren. Sehr gut. Jupp. Und jupp. Wissen, ich habe nicht genug Reagenzien. Doch. Oder war das jetzt der falsche Zaun? Nein, das war der falsche Zaun. Was ist das für ein Zaun? Ah. Was haben wir da für einen niedrigen Holzzahn, den wir bauen müssen?
Super. Hallo, Ria. Miau. Oh je, miau. Weißt du, was ich wirklich dringend brauche? Nionfisch. Weißt du, wo ich sowas herbekommen könnte? Viel Glück bei der Suche. Oh, wirklich? Vielen Dank. Bitte bring das so schnell wie möglich zu mir. Okay. Alles klar. Der Zaun sieht immer voll kacke aus. Zehn Tierfutter, cool. Natürlich noch das eine Trogfutter mit rein. Du kommst dahin, du kommst dahin. Dum-di-dum-di-dum. Ich glaube, ich kann meinen ersten Honig. Abholen. War gut. Das Holz tue ich auch mal damit rein. Dein Holz, was du mir geliehen hast, komm damit ins Regal. Bauholz. Brauche diese Lampen. Ich kann nicht ohne diese Lampen. Hehehehe. Ich habe die vorhin wieder zurückgestellt, aber dachte ich mir so. Nein! Ich brauche die. Nein, ich. Oh Gott. Hehehe. Na, Mit dem Wuppi. So. Briefkasten. Juhu. Hallo du, Robin. Hey, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Briefkasten. Nee, nee, nee. Oh Gott. Wer das lesen möchte, kann gerne anhalten. Das ist von unserem Briefträger, schätze ich mal, die Post. Sei gegrüßt, Vren. Hallo, ich trage Briefe aus, ich schreibe sie nicht. Ah, das ist er gewesen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Briefkasten. Ich heiße Robin und bin einer von zwei zugewiesenen Postboten für deine Region. Na, 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 du hast uns jetzt ein paar Briefe bekommen. Okay. Glückwunsch, Gemurmelkonsortium. Okay. Hallo, Golf. Glückwunsch. Dein Insel wurde zufällig bei unserer letzten Lotterie ausgewählt, um insgesamt 200.000 Blütenblätter zu erhalten, die zufällig im Dorf verteilt werden. Möge dein Anteil dir viel Freude bereiten. Vielen Dank für deine fortwährende Unterstützung. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, da müssen jetzt irgendwelche Dinge rumliegen. Irgendwelche. Irgendwelche lustigen Teile, die uns Geld bringen. Bienen produzieren noch Honig noch 3 Tage, okay? Läuft. Schaut's bei den Bienchen aus? Da fehlen noch 2 Arbeiterbienen und da fehlen noch 3. Spaggy! Spaggy strahlt vor Lebensfreude. Wo ist denn eigentlich dein Muffi? Nicht, dass der weggerannt ist. Ah, da! Clara! Oh, die schläft schon. Ja. Ja. Wie geht's uns Muckin? Mi und Berta. Ja. Die sind auch ganz müde, haben die Öglein schon zu voll süß. Jo. Ab hinein. Eine Vieh, voll gut.
Und schnorch. Au! Oh Gott. Hast du sie am Bett gestoßen, oder wie? So ungefähr. Ja, voll cool. Kann man denn da... Oh, was das Schönes. Ein Kleiderständer, ein rosa... Rosenkleiderständer. Nee, das sind die Feenlampen, die ich geklaut habe. Oh, voll cool. Ja. Und wir haben zwei Feen. Die. Ja, die verschwinden ja auch irgendwann wieder. Stimmt. War voll cool. Für hier, wo die Küche ist, die eine Lampe, da wollte ich irgendwie ein Tischchen bauen. Er hat noch keine Kohle gehabt dafür. Dann bau da ruhig ein Tischchen. Ich hab's da gerade nicht so hingestellt. Ja, ich hab noch keinen Tisch. Kein Geld. Oh, Geld. Ah, es regnet, da brauche ich nicht gießen, auch nicht schlecht. Ich gieß trotzdem. Wächst prächtig. So muss das sein. Also wir wollten mal auf die Suche auch nach, abgesehen von Bienen, auch nach diesem Gelee, was es da gibt. Das, was an den Bäumen hängt, ja. Das soll auch Geld bringen. Ja. Jetzt haben hier zwei Briefkästen rumstehen. Ja. Also ich habe noch gar nicht geschaut, was Sparky mir für ein Geschenk gebracht hat. Kannst du mal schauen? Irgendwas muss da liegen. Ja, ein Beistelltischchen. Cool. Ich sehe weder Bienen noch Chili, das ist doof. Irgendwie kein Glück. Da ist ein Kiefer. Wo bist du? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass du ganz schnell auf die Farm kommst. Bin unterwegs. Gut. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Bin schon da. Gut, perfekt. Bleibt da stehen. Angst? Oh nein! Kacke Tennis, ja! Das ist so doof. Ja, ist das gut. Voll cool. Buntisch. Sehen, wie groß der ist. Bin ich gespannt. Kann man den hier irgendwie dazwischen? Bauen, das wäre voll toll. Wo ist der groß? Bist du nahe? Gar nicht mal übertrieben klein, ne. Voll cool. Könnte man eigentlich fast... Für den Küchentisch fast ein Ticken zu groß, würde ich behaupten, aber... Fetzt. Wo bauen wir denn jetzt eine schöne Lampe hin? Ja. Da
Brauchen wir eigentlich die Fackel da an der Seite nicht mehr, oder? Na gut. Nein. Donner. Bei dir jetzt oder was? Ja. Ist voll toll. Boah. Wenn es stört, kann ich die Fenster zumachen. Na, überhaupt nicht. Naturgeräusche gehen immer. So. Kann man die nämlich hier dran pappen? Jupp. Deck. 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 Hallo, Miuki. Mio. Oh, Geld. 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 Irgendwo war auch diese komische Fischereibau-Geschichte, aber keine Ahnung. Ah, meinst du den Steg unten? Mm. Ist schon wieder 20 Minuten. Das ist ein Wahnsinn. Bis gleich.